So, einen schönen guten Abend. Da im Moment gerade in den sozialen Netzwerken Videokonferenz-Tools diskutiert, hoch und runter gespielt, beleuchtet werden und so weiter und so fort, und nicht alle von euch an einer Universität sind, an der sie hoffen können, dass zum Beispiel Jitsi oder Big Blue Button schnell auf Servern der Rechenzentren aufgesetzt werden, würde ich euch heute ganz gern noch ein Tool vorstellen, das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, aber von dem ich der Überzeugung bin, dass es sehr potent ist. Denn in der Regel werden Zoom und Microsoft Teams als kommerzielle Produkte empfohlen, aber nie Google Meet oder Hangouts Meet. Und ich ehrlicherweise nicht genau weiß, warum das so ist. Und ansonsten alle Produkte aus der Google-Familie eigentlich sehr gut funktionieren. Das, was ihr hier seht, ist die Startseite. Und wir werden genau dahin wollen, dass ihr nicht nur einem Meet beitreten könnt, sondern auch eine Besprechung starten könnt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt in den nächsten Minuten. Zunächst ist es so, dass Google Hangouts Meet, man hat ein bisschen Schwierigkeiten, das auszusprechen, ein Videokonferenztool ist, wie es für kommerzielle Anbieter üblich ist. Das heißt, man hat eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, man kann einen Kalender integrieren, das heißt, man kann aus einem Kalender die dort hinterlegten Files direkt in die Besprechung ziehen, das zeige ich euch nachher. Man kann mit dem Computer oder mit dem Smartphone an der Besprechung teilnehmen und man hat auch die Möglichkeit, sich per Telefon in diese Konferenz einzuwählen. Daneben gibt es iOS und Android-Apps. Das ist für Android insofern nicht verwunderlich, weil Hangouts Meet auf Google Hangouts aufsetzt, das standardmäßig auf allen Android-Smartphones vorinstalliert ist. Und mit Google Hangouts kann man leider seit einigen Jahren nur noch Videokonferenzen oder Besprechungen mit bis zu 10 Teilnehmern starten. Darüber hinaus gibt es dann eine Warteschleife, aber das ist für kleine Besprechungen vielleicht sinnvoll, aber nicht für die akademische Lehre im Seminar- oder Vorlesungskontext. Deswegen würde ich ganz gern euch zeigen, wie ihr, also Klammer auf, unabhängig davon gibt es hier auch natürlich die Reaktion auf Corona und die aktuelle gesellschaftliche Situation im Hinblick nicht nur auf digitale Lehre, sondern auch auf Homeoffice. Aber um an Hangouts Meet heranzukommen, müsst ihr ein Abonnement abschließen für die G Suite, in die Hangouts Meet integriert ist. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt ganz kurz. Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr ein Unternehmen anmeldet und der Punkt ist, dass um dieses Unternehmen auszustellen, benötigt ihr Zugriff auf eine Domain und Webspace, der mit dieser Domain verbunden ist. Da für die Freischaltung von der Google Suite die Verifikation über eure Unternehmenswebsite läuft. Ich habe neben der offiziellen Website für die Professur die URL gls-dresden.de und diese habe ich hier verwendet, um den Google Suite Account zu verifizieren. Ich sage ganz kurz danach her, an welchem Punkt und in welchen Schritten diese Verifikation erfolgt. So, ich habe einen Account gewählt, in dem nur ich hier mitarbeite, gebe dann hier meine Daten an. So. Und jetzt wären wir an der Stelle, an der ihr eure eigenen Domain hinterlegen könnt oder auch eine eigene beantragen. Hier ist es wichtig, dass Zusatzkosten entstehen können. Das sei gleich dazu gesagt, wenn ihr noch keine eigene Domain habt. Habt ihr eine eigene Domain, dann läuft die Verifikation nach vier Modellen. Zum einen könnt ihr einen Textfile einspeisen, mit der ihr die Domain modifiziert und Google diese Modifikation prüft.
Das zweite ist, dass ihr einen Meta-Tag in eine Index-HTML oder Index-PHP-Datei setzen könnt und Google die Integration dieses Meta-Tags prüft. Oder ihr eine von Google erzeugte HTML-Datei in das Startverzeichnis eurer Website einspeist und Google diese Datei abfragt. Ich habe mich für die letzte Variante entschieden, denn das ist wirklich die einfachste. Man lädt die Datei und schiebt sie via FTP-Client auf den Webspace und dann ist diese Registrierungsphase abgeschlossen, Zahlungsmodalitäten und so weiter, wie man es von Google kennt, funktioniert alles reibungslos. Jetzt das Entscheidende, was kostet das Ganze? Empfohlen wird ein Business-Tarif für unter 10 Euro. Ich habe mich aber für den Basistarif entschieden, weil er das beinhaltet, was ich für die akademische Lehre brauchen könnte, nämlich Hangouts Meet mit der Möglichkeit, Video- und Telefonkonferenzen für jeweils bis zu 100 Teilnehmerinnen auszurichten. Ihr seht hier, in dem Business-Tarif sind wir bei 150 Teilnehmerinnen und in dem Enterprise-Tarif sind wir bei 250 Teilnehmerinnen. Hier, Klammer auf, greift die Erweiterung durch Corona. Alle, die jetzt einen dieser ersten Tarife haben, haben automatisch die Enterprise-Funktion, also können jetzt bis zum 1. Juli vorerst Hangouts mit bis zu 250 Teilnehmerinnen veranstalten. Daneben gibt es noch eine ganze Menge andere Vorteile. Das heißt, wir haben hier zeige ich euch gleich, eine eigene Unternehmensadresse. Es gibt einen separaten Kalender. G-Drive mit 30 GB ist auch weit über dem, was Privatanwender zur Verfügung haben. Ihr könnt alle Tools verwenden, die mit dem G-Drive verbunden sind. Das heißt, ihr habt eine komplexe Online-Lernumgebung mit Presentations oder mit den kollaborativ zu verwendenden Google Docs und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich ein Komplettprogramm, so wie man es auch von Microsoft Teams kennt. Und eben nicht nur eine Präsentationssoftware. So, gut. Das soll es dazu sein. Gehen wir mal auf die Startseite von Google Meet oder Hangouts Meet. Genau. Bevor ihr anfangt, könnt ihr euer Setup testen. Hier ist eingestellt mein Wireless-Mikrofon, mit dem ich jetzt hier auch spreche und es gerade aufzeichnet. Die Lautsprecher des Desktops, die man dann auch problemlos testen kann. Als Video nutze ich jetzt für Hangouts die eingebaute Webcam. Das ist diese, während ich mit Logitech aufzeichne. Und damit die beiden Kameras nicht miteinander in Konflikt kommen. So, dann kann man, hier seht ihr auch nochmal, das zeige ich euch auch ganz kurz, das ist hier meine Unternehmensadresse. Finde ich sehr gelungen und eigentlich auch sehr schade, dass ich das vorher nicht gemacht habe und wir uns da mit anderen Adressen beholfen haben. Jetzt hätte ich eine passgenaue Adresse für unser Blog. Sei es drum, kann ich irgendwann noch später einrichten. Jetzt zunächst würde ich eine Besprechung einrichten und das Ganze geht relativ zügig noch einmal mit einem Vorbildschirm, so wie wir das heute auf Twitter diskutiert haben. In der VidiCAT würde ich Mikrofon und Kamera zunächst ausschalten. Es gibt hier eine Warnung, dass ich jetzt nicht mit dem idealen Audio-Setup aufzeichne. Das geht jetzt aber nicht wegen des Videos. Und kann teilnehmen in der Besprechung. Ja? Daneben ist es möglich, freilich den Bildschirm zu teilen, so wie man das auch von anderen Tools kennt. Mache ich jetzt nicht, da es tatsächlich für die Präsentation jetzt irrelevant ist. Und ich kann mit diesem Link andere User einladen in die Sitzung, ohne dass sie ein eigenes Google oder Google Suite Abo haben oder und damit auch nicht über die Möglichkeit verfügen, Hangouts Meet einzurichten, sondern die können faktisch nur teilnehmen. Reicht für meine Kontexte ja aber aus, da ich der einzige Host bin, der meine Seminare anbietet. Insofern ist das für unsere Lösung ideal und mit 5 Euro im Monat, glaube ich, sehr, sehr gut zu stemmen. So, jetzt schalte ich mal die Kamera zunächst an und blende die auch ein. Und jetzt
ist es so, dass ich euch noch ein Feature zeigen will, nämlich dass ich im Video mit in den Voreinstellungen darauf gehen kann, dass mir bitte hier mit einer Standardauflösung von 360p, also das ist die Hälfte des Standard-HD-Formats von 720p, arbeiten kann, sodass ich mich in der Videokommunikation verständigen kann und man auch Mimik und Gestik sieht und man auch Signale geben kann oder sich melden kann zu einer Wortmeldung, aber dass natürlich da nicht die Videoverbindung übermäßig belastet wird, also die Datenverbindung, finde ich ein sehr, sehr gutes Tool. Gut, daneben freilich die Chatverbindung. Und hier bin ich noch mit einem anderen Account gerade in diesem Call, sodass hier zwei Personen angezeigt werden. Ein äußerst interessantes Feature sind die Untertitel, die ähnlich funktionieren wie die Untertiteleinbindungen bei YouTube. Ja klar, man ist irgendwie in demselben Kosmos unterwegs. Aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, diese Untertitel auf Deutsch einzustellen. Das wäre natürlich insofern interessant für diejenigen, die keine stabile Audioverbindung haben, aber noch eine Möglichkeit, auch hier die Videowarnung, dass mein Mund sich bewegt, aber offensichtlich kein Tonsignal aufgenommen wird, dass man die Untertitel aktivieren kann. Wenn man das in Deutsch machen könnte, wäre das sehr, sehr reizvoll, denn dann hätte man automatisch ein Tracking des gesprochenen Wortes, auch wenn man zum Beispiel nichts hört oder kein eigenes Mikrofon zur Verfügung hat, weil die technischen Voraussetzungen dafür nicht da sind. In Summe scheint mir Hangouts Meet ein sehr potentes Videokonferenz-Tool zu sein. Ein Videokonferenz-Tool zu sein, das durchaus als Alternative neben Zoom und Microsoft Teams im kommerziellen Bereich genutzt werden kann. Unabhängig davon hoffe ich freilich, dass die Implementierung von Jitsi und vor allen Dingen von Big Blue Button in die Arbeitsumgebungen an der Technischen Universität Dresden schnell und reibungslos vorangeht, denn dann hätten wir echte Open-Source-Lösungen für die akademische Lehre. Vielleicht ganz kurz, meine Wunschkandidaten wären tatsächlich Matrix als Chat-Oberfläche und Big Blue Button als Videokonferenztool. Wenn das allerdings nicht in dem Maße gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle, kann ich mir sehr gut vorstellen, hier mit Hangouts Meet zu arbeiten für eine Umgebung bis zu 100 Teilnehmerinnen. Oder dann direkt via YouTube zu streamen. Also das wäre dann die konsequente Weiterentwicklung von Hangouts Meet. Ja, also ich hoffe, damit sind erstmal einige noch offene Fragen geklärt. Prüft in euren Umgebungen, was ihr an Tools idealerweise für welche Zwecke einsetzen könnt. Und das Wichtige wiederum ist, dass wir nicht alle mit DNF Conference und Adobe Connect nach der vorlesungsfreien Zeit in die Lehre starten, sondern dass man möglicherweise zwei oder drei Alternativen bei der Hand hat, um größere Phasen von Auslastung zu umgehen mit alternativen Tools. In diesem Sinne hoffe ich vor allen Dingen jetzt langsam auch, dass sich der ein oder andere Gedanken macht, wie man Studierende dazu bewegen kann, in dieser Umgebung zu arbeiten. Einige Vorschläge werde ich in den nächsten Tutorials noch anbieten, also wie man bestimmte Tools so in Matrix zum Beispiel implementieren kann, dass man sowohl Seminare als auch Vorlesungen dort gut gestalten kann. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen und wünsche noch einen schönen Abend und bin damit raus. Auf bald.